Ich tippe immer so, wie ich auch in diesem Tippspiel getippt habe, das ich am Laufen habe. Da. Und dann moinsen zur Review vor dem ersten Heimspiel dieser Saison gegen den FSV Mainz 05. Das nehme ich hier direkt am Samstag auf. 10 Uhr kommt dann noch direkt online vom Spiel irgendwann. Ich bin schon mal richtig heiß aufs Spiel und wir gehen jetzt einfach mal direkt in diese Quellen rein. Also, erste Quelle, wieder Stuttgarter Nachrichten. Donis Filmkater, zwei andere wieder dabei. Was erzählen die uns so zum Spiel? Baumgartl ist wieder dabei. Bohnen ist auch wieder dabei. Der war wegen schlechten Trainingsleistungen nicht dabei letzte Woche, so wie Donis diese Woche. Der ist anscheinend auch wegen schlechten Trainingsleistungen nicht im Kader. Mehr steht hier, glaube ich, nicht. Wir sind zurzeit. Herr Köln hat jetzt verloren, das heißt, die sind jetzt unter uns, aber ja. Jetzt zu dem Zeitpunkt der Saison kann man eh noch nicht wirklich großartig auf die Tabelle gucken. Dann alle Informationen rund um das VfB-Spiel. Es sind über 50.000 im Stadion, glaube ich. Ja, ich glaube, irgendwann vorgestern habe ich irgendwas gelesen von 51.300, aber ist ja an der Tageskasse noch ein bisschen was möglich. Maxim natürlich, der Wiederkehrer. Weiß nicht, ob da jetzt wieder was passiert. Das wäre wieder absolut typisch, dass irgendwie ein Spieler, der vom Ex-Club ist, irgendwas reißt in dem Spiel, passiert ja immer. Tore von, was weiß ich, einem Ibisevic oder sowas. Oder dieses Foul damals vom Heiße gegen Mané, was glaube ich, beim Dresden-Spiel der 90. das zum 3-3 verholfen hat. 15:30 geht's los, genau. Der Kader vom VfB heute. Lengerek, Aogo, Baumgartl, Brigalo, Terodde, Asano, Zieler, Akolo, Gentner, Pavard, Euphorio, Mangala, Burnic, Zimmermann, Bartstuber, Ailton, Özcan und Kaminski. Ich habe mir die Pressekonferenz vom Wolf angeschaut und er meint, ja, diese Woche ist nicht mehr so wahrscheinlich wie letzte Woche, dass halt Bartstuber und Aogo von der Bank aus starten. Also vielleicht gibt es da eine Überraschung oder vielleicht gibt es halt eine Änderung in der Startelf von zum Beispiel jetzt ein Bartstuber rückt in die Innenverteidigung. Neben hoffentlich Baumgartl, war letzte Woche wegen Verletzung nicht dabei. Ich hoffe, der spielt dieses Mal Stamm wieder in der Innenverteidigung. Sonst wird wahrscheinlich im Team nicht großartig viel verändern. Vielleicht überlegt es sich den Zimmermann auf rechts aus. Ich glaube, der hat auf rechts gespielt. Und der Aedon hat auch ziemlich früh rausgekommen gegen Aogo in Berlin. Vielleicht ändert er da was. Eine Bilanz gegen Mainz 05. Letztes Duell war zu Hause, 1:3 verloren. Ich war im Stadion, das war das vorletzte Spiel der Saison. Da haben wir uns sozusagen den Abstieg sicher gemacht, auch wenn die letzten Spiele davor auch nicht wirklich rosig waren. Aber hätten wir gegen Mainz ja was gepackt, dann hätten wir bessere Chancen gehabt, noch irgendwie hochzuhüpfen auf einen besseren Tabellenplatz. Sonst ist zu Hause gegen Mainz ja die Bilanz eh ein bisschen durcheinander. 1:3, 2:0, 1:2. 2-2, 4-1, 1-0, 2-2. Also zu Hause ist normalerweise ganz gut. Ja, in letzter Zeit, was sage ich in letzter Zeit halt hier, diese unterschiedlichen hier, hat sich ein bisschen verändert. 6 Siege, 3 Niederlagen, 2 Unentschieden. 5 Siege, ja, in Mainz ist jetzt eher mal egal. Dann gucken wir uns den Kader vom FSV Mainz 05 an. René Adler gekommen vom HSV. Guter Keeper. Dann in Verteidigung Bell, Balogun, Bungert, ist eigentlich auch alles okay. Abdou Diallo ist ein Top-Transfer, würde ich sagen, ganz ehrlich. Der kam von Monaco, ist Kapitän oder spielt auf jeden Fall eine krasse Rolle in irgendeiner U-Sonst-Was-Mannschaft von Frankreich. Sehr cooler Typ, dass sie den gekriegt haben von Monaco, ich weiß gar nicht wie viel, aber war nicht mal so viel, glaube ich. Links, rechts sind sie immer doppelt besetzt, ganz gut eigentlich. Mittelfeld, Latza, frei, boah, kann man sich geben. Dann natürlich Alexandre Maxim. Sehr schade, dass sie den uns weggenommen haben. Dann Quaison, Clement. Ja, die sind halt überall schon irgendwo gut besetzt. Also dann haben sie Jairo Sampere, der sich wahrscheinlich verpissen wird. Der wurde anscheinend freigestellt. Nach Hannover geht das nicht, aber jetzt gibt es natürlich die ganzen Gerüchte hier. Jairo Samperio. Wer ist das? Kenne ich nicht. Onisivo, okay. Aber der wird wahrscheinlich den Verein noch irgendwie verlassen, wurde auch schon freigestellt. Dann Viktor Fischer ist ein guter Transfer von Middlesbrough. Noch mit ein bisschen Entwicklungspotenzial.
von diesem Courtois habe ich gar nichts mitgekriegt, aber die haben jetzt halt ihren Top-Stürmer mit Córdoba verloren, was so ein bisschen ein Problem in meinen Augen darstellt, auch wenn Mutu den wahrscheinlich schon ganz gescheit ersetzen wird auf längere Zeit. Özdenali hat noch gutes Entwicklungspotenzial, ja, kann man sich geben. Letzte Woche hat Hannover in Mainz gewonnen durch ein Tor von Harnik. Ich weiß nicht wirklich viel über das Spiel, aber wenn man sich das hier so anschaut, hören Sie die Statistiken mal rein, dann 14 Schüsse zu 6, 6 Schüsse aufs Tor, also Mainz hat anscheinend auch nicht mal ein schlechtes Spiel abgeliefert. Ich habe in irgendwelchen Interviews gehört, dass es halt so nach dem Motto war, ja, Hannover hat 2 Konter, beide Teams hatten keine Chancen zugelassen eigentlich in dem Spiel anscheinend, ich habe es jetzt nicht so verfolgt, aber Hannover hat halt 2 Konter gesetzt und einer davon ist halt reingegangen. Durch den Herrn Harnik. Wir haben letzte Woche in Berlin verloren, haben, wie ich in meiner Review schon gesagt habe, auch kein wirklich beschissenes Spiel gemacht. Natürlich geht das besser, aber das ist auch Berlin gewesen. Schüsse insgesamt ist relativ ausgeglichen, Schüsse aufs Tor ist ausgeglichen. Berlin hatte halt einfach die eine Superaktion von Lecky und die eine Zufallsaktion nach der Ecke sozusagen. Und wir waren vorne nicht zwingend genug, hatten vorne aber auch nicht so viele Spielanteile. Und damit würde ich sagen, kommen wir wieder zum Schluss und zu meinem Tipp. Ich tippe immer so, wie ich auch in diesem Tippspiel getippt habe, das ich am Laufen habe. Da habe ich 2-1 getippt. Ganz einfach aus dem Grund, dass es ist zwar erster Zeit des Spieltags, aber wenn wir wirklich nichts mit dem Abstieg zu tun haben wollen, müssen wir zu Hause Teams wie Mainz schlagen. Dann müssen wir auch zu Hause Teams schlagen, die dann kommen wie Wolfsburg oder Augsburg. Unser Auswärtsprogramm ist richtig happig. Wir haben jetzt nach Mainz haben wir auswärts Schlacke, die sind stark. Ja, ich habe Schlacke extra so ausgesprochen. Dann haben wir in der Woche nach Wolfsburg, oder weiß nicht, ob es die Woche danach ist, auf jeden Fall haben wir dann eine englische Woche und spielen in Gladbach. Das ist auch nicht einfach. Und nach Augsburg weiß ich auch nicht weiter, wie es dann weitergeht. Aber ich tippe auf 2-1. Ich hoffe, es wird was. Geht zur Karawane. Vloggt das Spiel natürlich. Dauerkarte ist da. Werden wir dann sehen. Weiß nicht genau wann. Es wird wahrscheinlich so sein, dass dann meistens Preview direkt vom Spieltag kommt. Oder halt direkt 2-3 Stunden vor Spielbeginn kommt. Dann kommt der Vlog. Und dann wahrscheinlich ziemlich kurzzeitig direkt auf den Vlog. Weil ich das wahrscheinlich dann schon früher fertig habe. Die Review vor dem Vlog. Aber das macht irgendwie wenig Sinn. Preview, Review und dann erst den Vlog. Deswegen mache ich Preview, Vlog und Review. Dann kommt wahrscheinlich der Vlog und die Review ziemlich nah aufeinander. Also die Review kurz nach dem Vlog. So viel zu den Rubriken und wie die dann eingesetzt werden auf meinem Kanal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe auf einen Heimsieg. Hoffe, die Enttäuschung ist nicht zu Hause. Bin mir aber sicher, dass das was wird. Und bis zum nächsten Mal. I am a lost boy.